Heute was ganz Schnelles und ganz Einfaches. Wir machen heute eine leckere Vorspeise mit Grünspargel und Carpaccio vom Rind. Also freut euch schon mal drauf. Es wird richtig gut. Ganz wenig, was wir dafür brauchen. Nur Grünspargel, ein leckeres Stück Rind, Pinienkerne, Olivenöl, Knoblauch und Parmesan. Gas alle? Wir fangen an mit ein bisschen Knoblauch. Dafür nehmen wir uns 2, 3 Zehen, je nach eigenem Geschmack. Wie immer, also ihr seid ja wirklich Herr eurer eigenen Gerichte. Wir schälen den grünen Spargel schon mal. Dafür habe ich hier so ein paar Dinger. Das ist der nächste Step. Der grüne Spargel ist jetzt geschält. Die Pfanne habe ich schon so ein bisschen heiß werden bzw. warm werden lassen. Da kommt jetzt das Olivenöl dazu. Und zum Olivenöl Knobi. Das wird jetzt schon mal so ein bisschen vor sich hin schwitzen. Und wir gehen jetzt erstmal wieder an den Spargel. Und gehen an den guten Teil. So, das machen wir alles in ungefähr gleich große Stücke. Jetzt geht es tatsächlich nur noch darum, den Spargel dazu zu geben, die Pinienkerne gleich zu machen und gleich was von dem Rind abzuschneiden. Spargel dazu. Kannst du weglassen? Gerne natürlich rein da. Am Braten. Mit dem Olivenöl und dem Knoblauch erstmal. Alles schön scharf. Wir können aber gleich jetzt an das Fleisch gehen, an den mehr oder weniger vielleicht schönsten Teil dieses Rezepts. Schon aufgeregt, ob du das richtig gut schneiden kannst? Absolut. Ein bisschen Wein zum Spargel. Und was wir jetzt hier gemacht haben, was euch nämlich ganz schön dabei hilft, wenn ihr das Ding schneiden müsst, weil ihr müsst es ja auch wirklich in ziemlich dünne Scheiben schneiden, friert es vorher so eine Stunde oder ein bisschen länger, prüft das immer währenddessen weg, weil es dann so eine etwas härtere Konsistenz kriegt und es lässt sich dann ein bisschen feiner schneiden und auch einfacher schneiden. Messer sind geschärft. Messer sind geschärft. So, und ihr seht, fingert hier echt so schöne feine Scheiben runter. Flamme ein bisschen runter, denn Pinienkerne neigen ja dazu, relativ schnell zu verbrennen. Ist ja nicht so schön, die müssen ja nur eine gute Röstung haben, ne? Ja, man merkt, der ist wirklich frisch vom Feld, ne? Absolut. Also es gibt auch nichts Besseres als frischen Spargel. In der Saison dann wirklich auch. Pinienkerne ready, würde ich sagen, hä? Hälfte vom Gericht ist fertig. Aber ist das nicht schön, wenn es auch manchmal so einfach sein kann? Auf jeden Fall. Finde ich auch. Ruhig immer hier auch am Ende. Und das heißt jetzt auch für uns, wir können jetzt schon so ein bisschen in den Anrichtemodus gehen. Hast du einen Anrichteteller? Ich habe einen Anrichteteller. Diesmal habe ich ihn mir rechtzeitig besorgt. Und zwar einen richtig schönen auch, nämlich den hier. Und weißt du, was ich am Anfang bei den Zutaten vergessen habe? Ist gar nicht so schlimm, denn das holen wir jetzt noch dazu. Rucola, tada! Und dazu nur so ein bisschen Olivenöl, Essig und wirklich nur so eine Prise Salz. Aber dann können wir jetzt wirklich ganz anrichten, oder Lisa? Hier drüber. So, jetzt ist es fast fertig. Jetzt nämlich, da holen wir noch ein bisschen was drüber. Lassen wir jetzt diesmal Pinienkerne regnen. Quick and easy und tasty, unser grüner Spargel auf Carpaccio und Rucola. Richtig einfach, wirklich, also total lecker. Ich kann es jedem nur empfehlen. Lasst also einen Daumen nach oben, wenn ihr glaubt, dass euch das schmeckt. Kommentiert gerne wieder fleißig. Abonniert den Kanal, vor allen Dingen die Glocke, damit ihr kein Video verpasst. Und ich freue mich natürlich wieder aufs nächste Rezept mit euch. Ciao!